Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und Jule. Genau, und zwar wird mir Jule heute, Jule, was machst du heute? Klamotten suchen. Genau, Jule wird mir Outfits zusammenstellen und die muss ich dann anziehen und die zeigen wir euch dann. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Genau, viel Spaß beim Video und ja. Das musst du anziehen. Das hier, hol's mal raus. Oh, das kannst du gar nicht. Okay, das hier soll ich anziehen. Ja. Als erstes Teil. Ja. Noch was drunter. Mhm. Weil es ja durchsichtig. Mhm. Okay. Du siehst trotzdem so gut aus. Okay, eine Hose, Jule. Oder soll ich keine Hose anziehen? Also Nummer uno, Jule will, dass ich das hier anziehe. Weiß ich gar nicht welche. Ja, du musst mir eine raussuchen. Okay, dann die. Die? Okay, da soll ich die, ups, man sieht es gar nicht, die Hose dazu anziehen. Eine kurze Hose. Und was noch? Den Gürtel. Den? So, das alles sollst du anziehen. Und Schuhe und Jacke? Schuhe, aber Jacke nicht. Jacke nicht? Ja, stimmt, ist ja dann auch doof, weil wenn ich was Kurzes anhab und dann noch eine Jacke, dann macht es wenig Sinn. Also Leute, das ist hier Outfit Nummer 1. Ich werde es jetzt anziehen und dann schauen wir mal, wie es aussieht, ne? Jetzt kommt Abli. Oh Gott. Das sieht gut aus. Ja, Jule. Punkt. Also das ist Outfit Nummer 1 hier mit dem Gürtel. Und ich habe halt so nichts an. So sieht es von hinten aus. So, ich zeige das jetzt mal mit den Schuhen. Das kann man jetzt nicht so gut sehen, weil ich kriege die Kameraposition nicht so gut hin. Ich muss sagen, ich würde das nicht anziehen, Jule, weil ich habe nichts an. Das ist eigentlich so, ja, zum was drunter ziehen. Hose finde ich schön. Der Gürtel, der gehört halt eigentlich auch nicht zu einer normalen Hose. Also nichts gegen dich, Schatz, so, aber... Und die Schuhe, also ich würde solche Schuhe niemals mit einer kurzen Hose anziehen. Ich finde, das passt gar nicht. Und von 1 bis 10 würde ich dem Ganzen 3, 4 Punkte ungefähr geben. Nächstes Outfit. Das da, mit dem Blumen. Das? Und was soll ich da drunter ziehen? Ein Oberteil. Und was für eins? Wo geht's Oberteil? Nummer 1, ich glaube Jule steht absolut auf durchsichtig. Ich habe so ein schwarzes Top hier hingehängt zum Beispiel. So eins. Ja, das könnte man da zum Beispiel drunter ziehen. Ja, das da. Okay. So. Und diesmal jetzt darf ich was drunter ziehen. Like, yeah! Noch ein Gürtel. Ja, ein Gürtel kannst du auch geben. Oh, was ist das? Das ist für ein, da habe ich keinen Gürtel dazu, das ist nur die Schnalle. Das ist ein Gürtel. Ja, der. Der passt mir zwar nicht, aber auch gut. Aber das jetzt kann ich schon. Die. Okay. Und jetzt Hose dazu. Und Schuhe. Und Jacke? Nee. Keine Jacke? Nein. Okay. Und jetzt will ich... Keine Jacke. Die Schuhe. Und die Schuhe soll ich dazu anziehen. So sehen die aus. Das ist Outfit Nummer 2. So, das hier ist das zweite Outfit. Sieht auch gut mit aus. Mit dem Gürtel und der Hose, die mir 8 Kilometer gefühlt. Guckt euch das mal an, so groß ist. Hat jetzt sich übel ausgedehnt. Aber ich finde es eigentlich ganz schön und ich durfte ja nicht mal was drunter ziehen, Jule. Danke dafür. Und dann habe ich noch die silbernen Schuhe dazu an. So, hier noch die Schuhe dazu. Man kann es jetzt nicht richtig erkennen. Tut mir sehr leid dafür. Schlecht auf mit dem Pferd. Sind die schön? Ja. Hätte ich schon vor langem nicht mehr an. Ich hätte auch gern so Schuhe. Also ich finde es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich würde es jetzt draußen schon so anziehen. Ich habe natürlich wieder ein paar Punkte dran auszusetzen, aber man muss bedenken, Jule ist 5, so like. Dafür finde ich, hat sie einen sehr guten Geschmack. Ich würde es jetzt mit einer dunkleren Hose anziehen. Ich finde das Hellblau nicht so schön dazu. Also ich würde eher eine dunklere Hose dazu anziehen, wie gesagt. Mit den Schuhen, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Mit dem Gürtel finde ich auch nicht so schlecht. Und genau, deswegen, ich würde dem Outfit so eine 7 von 10 geben, würde ich sagen. Was sagt ihr dazu? Bewertet gerne alles in den Kommentaren und vergesst nicht dabei, die Outfits sucht meine Schwester raus. Meine Schwester ist wie gesagt 5. Dann würde ich sagen, wir kommen auch schon zum nächsten Outfit, Jule. Noch eins. Voll süß, wie sie das macht. Du kannst ja auch den Hocker nehmen, gell? Der ist größer. Das da. Das da. Okay, da muss ich aber auch was drunter ziehen.
weil das ist sonst. Da bräuchte man vielleicht auch einen Top. Welches? Das da. Das? Ja. Okay. Jetzt die dunklere Hose. Die? Ja, jetzt okay. Noch Schuhe. Mhm. Also bis jetzt haben wir diese Hose, das Oberteil und darunter das hier. Und dann dazu die Nike 97er in Silbergold. As you can see. Und ist das alles oder noch was? Nee, nur der Gürtel. Noch ein Gürtel? Okay. Und noch ein Gürtel in Gold. So, das ist das nächste Outfit, was Jule zusammengestellt hat. Die Oberteile und die Hose. Da sind jetzt irgendwie Flecken drauf, ist mir aufgefallen. Aber ignoriert das einfach mal, ne? Die Flecken, die sind gar nicht da, wisst ihr, das ist hier so, nur so eine Illusion. Zu dem Ganzen habe ich dann noch die 97er an, wie ich vorher gezeigt habe. Und ich fliege gleich um. Junge. Ja, so. Zu dem Outfit, ich würde das jetzt nicht unbedingt draußen anziehen, weil ich finde das halt hier, also das Oberteil, also das... Schrecklich. Gell? Sieht scheiße aus. Also, nein, sieht doof aus. Weil das passt halt nicht. Man müsste da jetzt irgendwie so nur bis hier so ein Bandeau-Dingsterbumster anziehen. Aber okay, so. Woher soll sie das wissen so? Und ja, die Hose, die ist schön, sonst würde ich sie ja nicht besitzen, ne? Nur jetzt sind da halt Flecken drauf, aber wie gesagt, das haben wir nicht gesehen. Dann die Schuhe, die 97er, die würde ich jetzt auch nicht dazu anziehen, so mit dem Rosa, so das... Passt nicht. Insgesamt würde ich dem Outfit eine 3 von 10 geben. Ungefähr, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und dann kommen wir doch weiter zum nächsten Outfit. Jule. Ich habe eins gefunden. Das da. Das? Ja. Also das Kind, das hat es echt mit durchsichtigen Sachen, muss man sagen. Ne? Ja, es mag das richtig. Teil Nummer 1. Was noch? Die Hose. Die Hose und die Schuhe dazu, das sind Puma Suede Plattform, glaube ich. So, das ist Jules nächstes Outfit, gell? Findest du schön, Jule? Ja. Schon wieder durchsichtig, Jule. Magst du durchsichtig? Ja. Findest du das toll? Ja. So sieht es halt aus. Die Hose, ich liebe die Hose, auch wenn man, wenn die ziemlich eng ist. So. Wow. Das hier sind die Schuhe zu dem Outfit. Das sind die Puma Suede Plattform. Also das Outfit gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich würde so eigentlich auch rausgehen. Gerade so auf dem Festival hatte ich das Oberteil eh schon mal an. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da was drunter hatte. Aber bei dem hier finde ich es jetzt auch nicht ganz so schlimm, weil hier ist so ein Muster und so drauf. Deswegen ist es eigentlich ganz okay. Da lenkt es ein bisschen ab, so vom, dass man den BH durchsieht. So, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und ja, deswegen... Rausgehen würde ich so und Punkte würde ich dem Outfit so eine 6, 7 von 10 geben. Und das nächste Outfit darf Jule wieder aussuchen. Jule geht immer an den Teil vom Schrank, ist dir das schon aufgefallen? Ist immer an den Teil. Ja, weil da so gute Klamotten gibt. Was Hose, nee. Vielleicht gibt es hier was Besseres. Das da? Ja, da brauchst du nichts anzuziehen, weil das ist ja nicht durchsichtig. Ja, das stimmt. Also Teil Nummer 1. Jetzt sucht Jule noch eine Hose dazu. Diese Hose. Die ist jetzt auch wieder Schuhe? Kurz. Genau. Dann dazu diese Schuhe. Das sind die Nike 2K Zoom, 2K Zoom, whatever. In blau-orange. Und dazu diesen Gürtel. Und das werde ich jetzt mal anziehen. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So, das ist das nächste Outfit, was Jule mir zusammengestellt hat. Ich finde es schön. Echt? Ja. Sicher? Jaha. Jaha. Also auf jeden Fall sieht es so aus. Ich finde, es ist echt das schönste Outfit von den ganzen. Der Gürtel hier, das ist halt eigentlich ein Taillengürtel. Deswegen ist es jetzt nicht so opti. Aber ich finde es eigentlich voll schön. Auch der Gürtel würde rein theoretisch voll gut dazu passen. Und ja, das Einzige, was mich ein bisschen stört, sind die Schuhe. Das zeige ich euch jetzt. Weil die Schuhe hier haben halt diese orangenen Akzente.
Und deswegen finde ich, passt es nicht so gut, aber es würde schon gehen, so rein theoretisch wäre es auch okay. Aber ich meine, es ist jetzt Meckern auf höchstem Niveau, ne? Also insgesamt würde ich mal wieder sagen, damit würde ich auf jeden Fall rausgehen. Und insgesamt von 10 Punkten würde ich dem Outfit eine 7, 8 geben. Ja, würde ich mal sagen. So Leute, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Genau. Magst du noch was sagen? Tschüss, auf jeden Fall hat euch das Video gefallen. Macht einen Daumen nach oben und ja. Und was sollen die noch machen, außer Daumen nach oben? Die Glocke aktivieren. Und was noch? In die Kamera schreiben. Was noch? Abonnieren. Ganz wichtig. Sonst irgendwas? Dann tschüss. Auf Instagram folgen. Genau, folgt mir wie immer auf Instagram. Mein Instagram ist wieder hier. Und auch nochmal in der Infobox. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Whatever. Bleibt gesund, denn Gesundsein ist wichtig. Wisst ihr natürlich.